schalte Sichtbarkeit und Interaktivität ab. Es wäre störend, gesehen zu werden. Ja, zufrieden? Ach du Schande, ich habe völlig vergessen, ihn zu fragen, was es mit den ganzen Hasen auf sich hat. Da kriege ich eine Gänsehaut. Wir hätten vorher in seiner Akte nach psychopathischen Veranlagungen schauen sollen. Was zum... Hat er mich gehört? Das ist unmöglich. Es ist wahrscheinlich nur ein Teil seiner Erinnerung. Dann bleibe ich bei meiner Argumentation. Wie auch immer, hör auf zu quatschen und finde ein Memento, das uns hier wegbringt. Da haben wir den Hasen wieder. Ein mehrfarbiger Hase aus Papier. Na, bist du nicht was Besonderes? Hast zwei Farben, während all deine Kollegen aussehen, als hätten sie in Bleichmittel gebadet? Wie bitte? Du glaubst wohl, du bist besonders gruselig? Na, da stimme ich aber zu. Und überall die ganzen Papierhasen. Und ich frage mich, warum? Die Uhr läuft, aber man hört kein Ticken. Huch! Reden können wir mit ihm nicht. Aha, Memento gefunden. Nanü? Stand er nicht gerade eben noch unten? Okay, es sind offenbar mehrere Erinnerungen. Der sitzt einmal unten und einmal ist er oben. Aha. Ein Glas ist erschienen. Ein Glas eingelegte Oliven. Bah, ich hasse dieses Zeug. Was gibt es daran zu hassen? Es sind eingelegte Oliven. Genau das. Ich rede jetzt mal mit normalen Stimmen einfach. Weil es sonst irgendwann nicht mehr angemessen wäre. Ein alter, geflickter Rucksack. Stammt der aus der Steinzeit? Das werden wir gleich herausfinden. Mitnehmen können wir den offenbar nicht. Des Kaisers neue Kleider von Hans Christian Andersen. Das haben wir ja schon gelesen. Gibt aber offensichtlich auch einen Erinnerungspunkt. Lass es. Wenn wir ihm unsere Anwesenheit in jeder Erinnerung neu erklären müssen, drehe ich durch. Führe mich nicht in Versuchung. Frische Wildblumen. Okay, wir haben einen Balken aufgeladen, das ist sehr schön. Memory Links aufgebaut. Ist das der... Ah, Memento Regenschirm jetzt benutzen, um weiterzureisen. Okay. Können wir raus? Nee, ne? Nee. Die Erinnerung beschränkt sich diesmal nur aufs Haus hier. Halt, nein, nicht nach oben. Nein, wollte ich nicht. Hilfe. Nein, lass das. Boah, wie gruselig das hier ist. Da hat der Mann sein ganzes Haus mit Papierhausen ausgekleidet. Aber warum? Achso, wir wollten reisen. Hadouken! Was zum... war das? Was? Genug davon. Ab jetzt übernehme ich das Zerschmettern der Barrieren. Wie, das war der gute Street Fighter-Schrei. Das war doch super. Memento vorbereiten. Okay, ich tippe hier mal schnell wieder was ein. Nicht vergessen, die Kugel in der Ecke dreht alle Elemente in der Diagonalen. Okay, das, werden wir das jetzt brauchen? Ich weiß es gar nicht. Ideal 3, Gesamt 2. Ach, letzte Runde haben wir 2 gebraucht. Ideal wären hier 3. Ganz ehrlich, ich werde das wahrscheinlich sehr oft verkacken. Sehr oft verkacken. Ideal wären 3. Wahrscheinlich das hier einmal? Nee. Hier kann ich voll machen.
3 sind ideal. Ich werd's eh verkacken. Ich weiß es jetzt schon. Ich kann hier voll machen. Drei sind ideal. Juhu. So, dann haben wir das. Ich werde die auf jeden Fall nicht immer ideal hinkriegen. Ich werde ein paar Mal bestimmt auch 50 brauchen. Weiß ich jetzt schon. So, aktiviert und durch den Regenschirm. Ich mag Regen lieber, wenn er durch mich statt auf mich fällt. Mir macht er so oder so nichts aus. Scheint so, als würden diese Erinnerungssprünge immer nur einen kleinen Zeitraum überbrücken. Wir müssen ein passendes Memento finden. Sonst brauchen wir noch Ewigkeiten. Ach, genieß doch einfach die Landschaft. So viel genießen können wir nicht, weil die Erinnerung da unten scheinbar gleich aufhört. Wir können also nur hier rumlaufen und da ist der alte Mann mit dem Regenschirm, über den wir hergesprungen sind. In Gedenken an River E. Wilds. An seine Frau, wie es aussieht. Ein altes Plüschschnabeltier und die Tür geht auf. Ernsthaft, dieses Tier sollte nicht das Recht haben zu existieren. Die Welt ist nicht groß genug für zwei von eurer Sorte. Die Schnabeltiere. Reden können wir mit dem alten Mann nicht, also gehen wir mal in den Leuchtturm. Hallo? Ich würde gerne in den Leuchtturm gehen. Es ist fertig, River. Wie du, so kann auch ich nun jeden Tag auf sie aufpassen. Sie wird nicht mehr allein sein. Nie mehr. Ich werde vielleicht niemals verstehen, warum, aber ich habe deinen Wunsch erfüllt. Ich bin sicher, auch Anja ist dir dankbar. Aber wenn ich fort bin, wer wird denn über uns wachen? Wer? Ach ja. Wer sind Sie? Mein Name ist Eva. Ich komme nur zufällig vorbei. War sie Ihre Frau? Ja. Ihr Name war River. Ein außergewöhnlicher Name. Das hätte nicht passieren müssen. Hm? Sie hätte es nicht tun müssen. Aber sie würden es nicht verstehen. Ich verstehe es ja nicht einmal selbst. Nicht einmal selbst. Zu früh. Notiz Anja erhalten. Und die Notizen schauen wir uns gleich mal an. Anja. Jemand, um den sich John und River sorgen. Mond. Der Mond ist das Ziel. Der Mond in Johnnys Erinnerung ist ein Vollmond. Na dann wollen wir mal auf den Leuchtturm. Der arme alte John. Wurde auch Zeit, dass du auftauchst. Ich dachte schon, du wärst von der Klippe gefallen. Was hast du getrieben? Den Ausblick genossen. Was sonst? Fortschritte gemacht?
Große Fortschritte. Riesig. Dinosaurierartig. Ziemlich einsam hier. Es ist ein Leuchtturm. Was hast du erwartet? Wie auch immer. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Die Barriere musst du diesmal selbst durchbrechen. Viel Spaß. Was hätte sie nicht tun müssen, frage ich mich. Und ist damit Anya gemeint oder River? Eine kaputte Leuchtturmlampe. Huch. Einfach nur er, wie er da sitzt. Mehr nicht. Sitzt da und guckt weg. Ich glaube, er ist unendlich traurig momentan. Vielleicht war das kurz nach dem Tod seiner Frau. Und wir verlassen diese traurige Zeit und gehen ein wenig weiter zurück, wie es aussieht. Ideal. Zeigt die Anzahl der Mindestbewegungen, die benötigt werden, um ein Memento zu vervollständigen. 3 Stück. Ach du Heilig. Obwohl, das ist einfach. So, da haben wir's. Können wir mit ihm reden? Nein, das geht nicht. Die Lampe benutzen. Eine kaputte Leuchtturmlampe. Also reisen wir einfach weiter zurück. Es kommt ganz gut hin. Doch. Ja, doch, ich glaube schon. Wenn deine Operation bezahlt ist, wird noch genug übrig sein. Mach dir keine Sorgen. Notlüge. So nennt man das doch, oder nicht? Nein, ich bin sicher, wir können einfach... Hör auf. Ich mag es nicht, wenn du lügst. Ich hab nachgerechnet. Ich weiß, wie es aussieht. Warum willst du mich gegen meinen Willen überzeugen? Wir brauchen das Geld für deine Behandlung, River. Ich weiß, dass Anya dir viel bedeutet, aber das hier, das geht zu weit. Ich meine, sie ist nicht einmal... Weißt du, was mich glücklich macht, Johnny? Was denn? Weißt du es? Aber... Nun, ich weiß es. Ich hoffe, du kannst mir dabei helfen. River. River, bitte. Wenn die Papiere für meine Behandlung ankommen, werde ich sie nicht unterzeichnen. Was du mit unserem Geld machst, kannst du selbst entscheiden. Aber wenn du meinen Wunsch erfüllen möchtest, dann verwende das Geld, um das Haus fertig zu bauen. Und dann möchte ich, dass du nach ihr siehst. Jeden Tag, den du dort lebst. Jeden Tag. Besuch sie, sprich mit ihr, tröste sie. Ich will nicht, dass sie alleine bleibt, hörst du? Ich will nicht, dass sie alleine bleibt. Und was ist mit dir, River, was ist mit dir? Glücklich. Ich werde glücklich sein. Einfach nur glücklich. Johnny? Ja? Ich habe das hier gemacht. Sag mir,
Sag mir, was es ist. Was? Sag mir einfach, was es ist, Johnny. Aber... Es ist ein Hase, wie die anderen, die du gemacht hast. Und weiter? Naja, er ist aus Papier. Und weiter? Der Körper ist gelb und der Rest ist blau. Gut, und noch weiter? Aber... Du, River... Ich habe ein Lied geschrieben. Es ist für dich. Okay. Na, möchtest du es hören? Ja, sehr gerne. Okay. Du hättest nicht extra das Piano hochbringen müssen, weißt du? Ich kann dich sehr gut hören, wenn die Tür offen ist. Ich hab's für dich getan, River. Ich hab's für dich getan. Hör mal. Es heißt für River. Warum so klischeehaft? Na, das ist nur ein Arbeitstitel, keine Sorge. Ich nenne es später bestimmt noch um. Wer ist diese Anya, von der die beiden gesprochen haben? Wenn sie so wichtig ist, hätten wir sie nicht in seinen späteren Erinnerungen sehen müssen? Schätze, er hat sein Versprechen letztlich doch nicht gehalten. Es sei denn was? Egal. Hey, das ist doch dasselbe Lied, das die Kinder vorhin gespielt haben, oder? Vermutlich hat er es ihnen beigebracht. Ach, weißt du, das hier zieht nur meinen Testosteronspiegel runter. Ich mach mich auf den Weg. Ich hab schon meine Memory Links. Kommst du mit oder willst du selbst weiterschauen? Wir schauen natürlich noch selbst weiter. Geh du vor, ich hol dich schon ein. Vermisst du nicht auch die Zeit, als die Konvertierung von MP8-Audiodaten aus Erinnerungen noch legal war? Ich glaube, in meinem ersten Arbeitsjahr habe ich über 2000 Songs mit nach Hause genommen. Ach ja, ach ja, ach ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Ich wollte gerade sagen, alte Menschen machen mich traurig, aber das stimmt gar nicht. Manchmal, Schicksale machen mich traurig. Manchmal. Und wir wissen jetzt, dass sie die Hasen offenbar macht. Notizpapierhase. Und das Buch ist wahrscheinlich Des Kaisers neue Kleider von Hans Christian Andersen. Offenbar ihr Lieblingsbuch und das ist wohl offenbar ihr Schnabeltier auch. Es gibt eine Sache, die ich mir gerade überlege. Sie sagt ja, oder sie fragt ihn ja immer, was er in diesen Hasen sieht. Und weiter, und weiter, und weiter. Das heißt, sie sieht in diesen Hasen eventuell etwas anderes, als er sieht. Deswegen auch des Kaisers neue Kleider. Und deswegen vielleicht auch bei dem Lied die zwei Noten auf dem Notenblatt, wo immer nur zwei Noten stehen. Vielleicht geht das Lied ganz anders und wir hören es nur so schön. Vielleicht sind das auch keine simplen Papierhasen, sondern sie sieht einfach etwas ganz anderes darin. Vielleicht geht es gar nicht um das Offensichtliche. Vielleicht geht es eben um die Dinge, die man sonst nicht sieht. Wer sind denn die beiden? Ich sage dir, das wird so nichts. Und wenn wir es auseinanderbauen?
Sieh uns an, John. Wir sind nicht gerade in dem Alter, wo man noch Pianos herumträgt. Weißt du was? Wenn es dir so viel bedeutet, dann... Ja, ich besorge einfach ein paar Profis. Ich kann dir nicht helfen, das Haus zu retten, aber das ist das Mindeste, was ich tun kann. Das heißt, er hat wirklich das Piano von unten nach oben geräumt, einfach nur damit sie zuhören kann. Und ganz ehrlich, wenn er sie nicht liebt, dann weiß ich auch nicht. Eine Schüssel mit durchgerührtem Teig. Ein Glas eingelegte Oliven. Da mag jemand Oliven wirklich gern. Und offenbar auch seine Frau. Na gut, wir haben alle Sachen beisammen gesammelt. Ich würde sagen, dann treten wir auch mal die Reise in die Vergangenheit an. Memento vorbereiten. Ich programmiere wieder ein bisschen. Ach du Heilige, 4 Stück sind ideal. Na Glückwunsch. Das werde ich nicht schaffen. Niemals, niemals, niemals. Das werde ich nicht... Ich lese gerade hier komischerweise. Step twice in the river. Copyright and Patent. Copyright und Patent. Calling Subroutine. Aha. So, die Frage ist, wie kriegen wir das Ding hier gelöst? 4 sind ideal. Ich hab schon verkackt. Ich werde diese Runde einfach... Weißt du was? Ich mache hier einfach den wilden Max. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Naja, so geht's auch. Ach Mann, dann verlassen wir mal diese traurige Szenerie. Und sie will sich nicht retten lassen, sie will sich nicht helfen lassen, um irgendwas anderes zu retten. Um sie zu retten, um nach ihr zu sehen, ich weiß auch nicht.